Geschicht vom Herr Seepärtchen. Den Herr und Madame Seepärtchen schwammen gemütlich am Meer. Ob einmal hat Madame Seepärtchen angefangen, sich ganz viel zu drehen, die ganze Zeit rundherum. Und sie sagt, los ist für mich Zeit, mein Meer zu lehren. Den Herr Seepärtchen sagt, kann ich da irgendwie helfen? Und Madame sagt, ja, komm, ich lehre mein Ehe alle guten an den Posch. Und der Papa sagt, ich werde mich ganz gut um sie kümmern. Während den Herr Seepärtchen sich gemütlich am Meer treiben gelöst hat, hat hier noch einmal ein paar Seeschnäpfe begeint. Die hatten sich hinter einem Büschel Schilf verstoppt. Und den Herr Seepärtchen ist weiter geschwommen. Ob einmal hat er noch einen anderen Fisch begegnet. Und er sagt, Moin, wie geht es dir? Und den anderen Fisch sagt, Ma gut, ich habe gerade Nacht gebaut. Meine Frau hat hier eher dran gelöst und ich passe gut auf dich ab. Super, sagt Seepärtchen, ma weiter so. Und als Seepärtchen hat sich rum gemütlich weiter treiben gelöst. Und ein Bemol hat er noch einen Rotfeuerfisch gesehen. Den hat sich am Korallenriff verstoppt. Nun Rotfeuerfisch beginnt Seepärtchen ein farbischer Barsch. Und ihn hat gefragt, wie geht das? Und der Barsch hat geantwortet, ma gut, guck mal an meinen Mund. Meine Frau hat ganz viel eher gelöscht und ich versuche in der bis die Klänge auf die Welt kommen. Wow, super, sagt Seepärtchen und ist weiter geschwommen. Er weiter aus dem Seepärtchen sein Ries gegangen. Heubemol hat noch ein paar Blattfische entdeckt. Die hatten sich am Seetang verstoppt. Du hast ihn sie bald nicht gesehen. Er weiter ist aus dem Seepärtchen geschwommen. Heu begeht hier ein anderer Fisch. Und er sagt, Moin, wie geht es dir? Und der andere Fisch sagt, Ma gut, guck, meine Frau hat hier eher auf meinen Kopf gelöst. Ich passe nur auf die Eier ab, bis sie klein schlüpfen. Wa super, sagt Seepärtchen, dann machen wir weiter so. Hier in unserem Weiter geschwommen, hei aber an einem Decke stehen, hat hier noch einmal ein Steinfisch entdeckt. Die Häschen so, weil die gesehen so ähnlich aus wie ein Stein. Dafür gesagt ihnen so oft nicht gut. Und den Herr Seepärtchen ist weiter geschwommen. Hei ob einmal beginnt hier in einer Seenull. Moi, sagt hier, wie geht es dir? Ma gut, sagt er, guck mal in meinen Bauch. Meine Frau hat alle guten hier eher in meinen Bauch gelöst. Ich versuche die lo gut, bis es klang schlüpfen. Oh, super, so Seepärtchen. Mach weiter so, ich schwamme noch ein Tour. Und wie Seepärtchen weiter geschwommen ist, hat hier eine Katzenwalz begegnet. Moin, so Tien, wie geht es dir? Und der Walz sagt, ja, mal gut, guck mal, meine Frau hat viel eher gelöst und hat ganz viel Klänge gekriegt. Ich passe nur auf dich ab, bis sie groß sind. Oh, super, sagt Seepärtchen und ist im Weiter geschwommen. Wie den Herr Seepärtchen so viel geschwommen ist, als über dem sein Bauch immer mitdecken. Die kleinen Seepärtchen sind an seinem Bauch gewusst, nur waren sie bereit für zu schlüpfen. Sie waren nur groß genug, für die Welt zu kommen. Alle Gurten sind aus seiner Posche rausgekommen, allo waren sie alle Gurten, ein groß seepärdisches Familie.